Im Jahr 1942, ein Jahr nach der deutschen Invasion der Sowjetunion während des Zweiten Weltkriegs, befindet sich der Rotarmist Wassili Saizew in einem Zug nach Stalingrad. Während der Fahrt denkt er an die Zeit zurück, als ihm sein Großvater das Schießen mit einem Gewehr beim Jagen beibrachte. Mit ihm im Zug sind hunderte anderer Soldaten sowie verschiedene Zivilisten, darunter Tanja Tschernowa, die Wassili bemerkt, sich jedoch nicht traut anzusprechen. Die Zivilisten steigen mitten auf der Reise aus, während die Soldaten direkt in die Schlacht von Stalingrad gebracht werden. Um die Frontlinie zu erreichen, müssen sie ein Boot besteigen, doch der Feind nutzt dies aus, indem er Bomben abwirft und sofort das Feuer auf sie eröffnet, sobald sie sichtbar werden. Viele Soldaten fallen und andere springen aus Angst ins Wasser, nur um von ihren eigenen Vorgesetzten als Deserteure erschossen zu werden. Als sie das Ufer erreichen, erhält nur jeder zweite Soldat ein Gewehr, während der andere lediglich Munition und die Anweisung bekommt, dem Bewaffneten zu folgen. Die Gruppe wird zu einem selbstmörderischen Angriff gezwungen, den die Deutschen mühelos zurückschlagen. Wassili, der nur Munition bekommen hatte, überlebt den Angriff knapp, indem er sich auf den Boden legt und totstellt. Wieder werden Soldaten, die fliehen wollen, von ihren eigenen Leuten als Feiglinge und Verräter erschossen. Bald ist das Gebiet mit Leichen übersät, ohne dass jemand lebend in Sicht ist, bis wenige Momente später ein Auto das Gebiet zu überqueren versucht. Ein Panzergeschoss trifft das Fahrzeug und schleudert es um. Aus dem Fahrzeug klettert der Kommissar Danilov, der sich eilig in einem Brunnen versteckt und so tut, als wäre er ebenfalls tot. Wie durch ein Wunder wird er nicht getötet. Als eine Gruppe deutscher Soldaten vorbeifährt und auf die Leichen schießt, um sicherzustellen, dass niemand überlebt hat. Nachdem die Deutschen weitergezogen sind, nimmt Danilo ein Gewehr von einer Leiche und versucht, auf einige Soldaten in einem nahegelegenen Gebäude zu schießen. Doch die Waffe hat keine Munition. In diesem Moment bemerkt Danilov, dass er nicht der Einzige ist, der im Brunnen überlebt hat. Wassili versteckt sich ebenfalls dort. Wassili gibt ihm sein Gewehr, damit er es mit der Munition laden kann, die er bei seiner Ankunft erhalten hat. Wassili rät ihm außerdem, auf eine Explosion zu warten, bevor er schießt, um nicht entdeckt zu werden. Da Danilo als politischer Kommissar wenig Erfahrung mit Waffen hat, überlässt er Wassili das Gewehr. Als ein weiteres Auto mit Soldaten ankommt, bewegt sich Wassili hinter ein Loch in der Brunnenwand und beginnt, jeden Deutschen mit absoluter Präzision in den Kopf zu schießen, sobald er eine Explosion hört. Stunden später werden sie gerettet und zurück zum Hauptquartier gebracht. Danilov druckt eine Reihe von Flugblättern, in denen Wassilis heldenhafte Tat geschildert. Einige Tage später trifft Vorsitzender Nikita Chruschtschow in Stalingrad ein, um die Verteidigung der Stadt zu koordinieren, da Stalingrad ein Symbol für Stalins Macht ist und nicht verloren gehen darf. Wütend über eine weitere Niederlage fordert er von seinen Untergebenen Ideen zur Verbesserung der Moral. Doch die meisten Soldaten schlagen nur die gleichen ineffektiven Taktiken vor, die sie schon seit Jahren verwenden. Danilov schlägt jedoch etwas anderes vor. Anstatt durch Strafen zu motivieren, sollte man Hoffnung verbreiten. Er schlägt vor, einen Helden zu schaffen, der die Menschen inspiriert und dazu bringt, das Mutterland zu verteidigen. Und er hat den perfekten Kandidaten dafür. Danilovs Idee wird angenommen und er wird zum Oberleutnant befördert. Wassilis Gesicht erscheint nun in der Zeitung und wird als Vorbild dargestellt. Auch Wassili wird befördert. In seinem Fall zur Scharfschützenabteilung. Von da an wird Wassili zum Gesicht der russischen Armee, sowohl als nationaler Held als auch als Propaganda-Ikone. Seine Taten werden in jeder Ausgabe der Armee-Zeitung geschildert und Flugblätter mit seinen Heldentaten hängen an Wänden im ganzen Land. Eines Tages, während einer seiner Missionen, trifft Wassili mit seinem Team auf einen jungen Jungen namens Sascha Filipow, der Wassili bewundert. Sascha lädt ihn in sein bescheidenes Zuhause ein, wo seine Mutter, Frau Filipowa, ihm als Dank für seinen Einsatz für die Heimat ein Abendessen zubereitet. Kurz nach seiner Ankunft erscheint auch Danilo mit Briefen von Wassilis Bewunderern aus dem ganzen Land. Um den Plan der Hoffnung und Propaganda aufrechtzuerhalten, zwingt Danilov ihn, auf alle Briefe zu antworten, wobei er ihm sagt, was er schreiben soll, da er auch bei der Rechtschreibung hilft. Bald darauf kommt eine weitere Person hinzu, Tanja, das Mädchen aus dem Zug, die wie eine Schwester für Sascha ist und mittlerweile Private in der örtlichen Miliz geworden ist. Tanja spricht fließend Deutsch, da sie an der Universität studiert hat. Danilov möchte sie rekrutieren, da sie mehr Soldaten brauchen, die Deutsch verstehen. Tanja möchte jedoch lieber kämpfen, da es in der örtlichen Miliz an Männern fehlt. Sie ändert ihre Meinung, als Danilov erklärt, wie sehr sie helfen könnte, deutsche Nachrichten zu entschlüsseln und dass er für jede Person, die Deutsch spricht, ein Dutzend Soldaten schicken wird. Inzwischen beginnt die deutsche Armee unter den Verlusten zu leiden, die Wassili und sein Team von Scharfschützen in ihren Reihen verursachen. Daher wird der deutsche Major Erwin König, ein renommierter Schütze und Leiter der Scharfschützenschule der deutschen Armee in Zossen, beauftragt, Wassili zu töten. König bereitet einen Plan vor, um Wassili in eine Falle zu locken, anstatt ihn zu verfolgen. Stunden später wird Wassili von seinem Team geweckt, da es im Kaufhaussektor Probleme gibt. Wassili schießt auf einen Schatten im Fenster und ein Helm fällt herunter. Da er glaubt, sein Ziel getroffen zu haben, geht er mit Ludmila dorthin, um die Leiche zu finden. Der zurückgelassene Begleiter wird erschossen, sobald sie weg sind. Das Duo schleicht sich ins Kaufhaus und nähert sich dem Fenster, nur um zu entdecken, dass die Gestalt ein Schaufensterpuppe ist, die wie ein Scharfschütze aussieht.
Dies ist offensichtlich eine Falle. Und als Wassili eine Zigarettenkippe am Boden findet, erkennt er, dass der Feind noch in der Nähe ist und sie beobachtet. Er denkt, dass sie es ruhig angehen lassen und versteckt bleiben sollten, bis sie einen richtigen Plan für die Flucht ausarbeiten. Aber als Flugzeuge eintreffen und das Gebiet bombardieren, bekommt Ludmila Angst und läuft weg. Das gibt König die perfekte Gelegenheit, sie zu erschießen. Doch Wassili gelingt es zu entkommen, bevor König dasselbe mit ihm tun kann. König kehrt zu seinem Versteck zurück, wo Sascha ihm die Schuhe putzt. Sascha gibt vor, ein unschuldiger Beobachter zu sein, versorgt König aber in Wahrheit mit Informationen über Wassili, im Austausch für Essen, um das Vertrauen des Majors zu gewinnen und im Gegenzug Informationen über dessen Aufenthaltsort zu erhalten. Als die Rote Armee erfährt, dass die Deutschen König einsetzen, bringen sie einen ehemaligen Schüler von ihm, Kulikow, ins Spiel, um Wassili beizubringen, wie König denkt und ihm zu helfen, ihn zu töten. Bevor Wassili jedoch ins Feld zurückkehren kann, muss er an einer besonderen Feier zu seinen Ehren teilnehmen. Nachdem er Tanja begrüßt hat, wird er von Chruschtschow zu den Journalisten gezogen, um Fragen zu beantworten, Fotos zu machen und ein riesiges Stalin-Porträt anzusehen. Denn laut Chruschtschow wacht Stalin immer über sein Land. Das Porträt erinnert Wassili an den Tag, an dem sein Großvater ihm das Schießen beibrachte. Es stellt sich heraus, dass er seinen ersten Schuss verfehlte, was dem Wolf erlaubte, ihr Pferd zu erreichen und zu reißen. Einige Tage später betreten Wassili, Kulikow und ein weiteres Mitglied des Scharfschützenteams Volodya, ein verlassenes Gebäude, in dem König vermutet wird. Sie schleichen sich so vorsichtig wie möglich voran und finden eine Leiche in Schussposition, eine Falle wie die vorherige. Das zeigt, dass sie auf der richtigen Spur sind. Nachdem sie ein offenes Gebiet durchquert haben und wie durch ein Wunder allen Kugeln des Feindes entgangen sind, schaffen sie es, zwei Reparaturarbeiter zu erschießen, bevor es Zeit fürs Abendessen ist. Volodya verlässt seine Partner kurz, um die Suppe zu holen, die er in einem anderen Raum erhitzt hatte, wird jedoch unterwegs gefangen genommen. König und sein Team versuchen, Volodya zum Reden zu bringen, wo sich Wassili versteckt, aber da Volodya nichts preisgibt, kleiden sie ihn wie einen ihrer Männer ein und schicken ihn hinaus, um vorzugeben, ein weiterer Reparaturarbeiter zu sein. Ohne zu wissen, wer es wirklich ist, erschießt Kulikow ihn sofort, wodurch absichtlich ihre Position verraten wird. Kulikow lässt einen Helm im Fenster erscheinen, in der Hoffnung, dass der Feind darauf schießt und so auch seine Position verrät. König fällt jedoch nicht auf die Falle herein, weshalb das Duo beschließt, sich neu zu positionieren. Beim Überqueren eines offenen Bereichs des Bodens schießt König jedoch auf Kulikow, während Wassili sicher entkommt. Dieses ständige Katz-und-Maus-Spiel zwischen Wassili und König dauert zu lange und ein ungeduldiger Chruschtschow setzt Danilow unter Druck. Nach ihrem Treffen bringt Danilow Tanja ein Geschenk und versucht, sie für sich zu gewinnen. Doch sie überrascht ihn mit der Bitte, versetzt zu werden. Einige Stunden später kehrt Wassili ins Hauptquartier zurück und ist in schlechter Stimmung. Er hat noch nie einen Schuss wie den gesehen, den er heute erlebt hat und glaubt, dass König zu gut für ihn sein könnte. Danilow verspricht ihm, dass sie neue Informationen erhalten und dass Wassili beim nächsten Mal einen oder sogar mehrere Schritte voraus sein wird, sodass er sich keine Sorgen machen muss. Danilow bittet ihn jedoch um einen Gefallen. Er möchte, dass Wassili mit Tanja spricht und sie davon überzeugt, nicht um die Versetzung zu bitten. Als Wassili dies versucht, erklärt Tanja, dass sie die Versetzung beantragt hat, weil sie erfahren hat, dass ihre Eltern zu einer Gruppe von Gefangenen gehörten, die von den Deutschen hingerichtet wurden, und sie will dorthin gehen und kämpfen. Verständnisvoll gegenüber ihrem Bedürfnis nach Rache gibt Wassili ihr Kaulikows Gewehr. Nachdem Sascha beiden Informationen gibt, gehen König und Wassili ins gleiche verlassene Gebäude in der Hoffnung, den anderen zu überraschen. Während König auf einer erhöhten Plattform wartet, betreten Wassili und sein Scharfschützenpartner das Gebäude und verstecken sich hinter den Rohren, deren Bewegung König auf ihre Position aufmerksam macht. Sobald das Duo sich bewegt, schießt König auf sie, wobei Wassili sein Gewehr verliert und sein Begleiter verletzt wird. Wassili schickt seinen Partner zurück ins Hauptquartier, da er in diesem Zustand nichts mehr ausrichten kann. Während der Scharfschütze den Rückweg antritt, versucht Wassili sein Gewehr zurückzuholen, indem er ein Seil an ein Messer bindet und es in Richtung der Waffe wirft, um sie zu sich zu ziehen. Als es ihm endlich gelingt, zerschneidet König das Seil mit einem gezielten Schuss. Deutsche Flugzeuge fliegen vorbei und werfen Bomben ab, die das Glasdach zerschmettern. Einige der Scherben fallen vor Wassili nieder und geben König einen klaren Blick auf sein Gesicht. Im Hauptquartier versucht Danilow, Tanja davon zu überzeugen, nicht zu kämpfen, da ihre Fähigkeiten im intellektuellen Bereich wertvoller seien. Ihr Streit wird vom zurückkehrenden Scharfschützen unterbrochen, der erzählt, was passiert ist. Tanja zögert nicht, denselben Rohrweg zu nehmen, um zu Wassili zu gelangen und ihm zu helfen. Doch sobald er sie sieht, sagt Wassili ihr, dass sie dort bleiben und seinem Plan folgen soll. Auf dieselbe Weise, wie König ihn durch das Glas beobachtet hat, nutzt Wassili eine Glasscherbe, um ihn ebenfalls zu beobachten. Und dank dessen kennt er Königs Position. Er bittet Tanja, ein weiteres Stück Glas zu nehmen und es so zu drehen, dass das Licht darauf reflektiert und König blendet, um ihm die Möglichkeit zu geben, sein Gewehr sicher zurückzuholen und auf König zu schießen.
Es gelingt ihm nicht, König zu töten, aber er verletzt seine Hand. Später, als Wassili und Tanja ins Hauptquartier zurückkehren, feiern sie mit den anderen Soldaten, dass sie überlebt haben. Danach verstecken sie sich unter einer Decke und lieben sich direkt inmitten des Gemeinschaftsschlafsaals. Am nächsten Morgen bittet Wassili Danilow nicht mehr über ihn zu schreiben. Er kann diese Last nicht länger tragen und möchte als normaler Soldat kämpfen. Danilow lehnt dies ab und manipuliert Wassili, indem er Sascha herbeibringt. Der Junge zeigt stolz, wie er Informationen von König erhalten hat. Mit dem hoffnungsvollen Blick des Kindes auf sich kann Wassili nicht ablehnen und lässt Sascha ihn zu dem Ort führen, wo König wartet. Der Boden ist mit Leichen bedeckt, also versteckt sich Wassili zwischen ihnen und wartet auf Königs Erscheinen. Es gibt jedoch ein Problem. Er wartet so lange, dass er einschläft. Als König ihn endlich aus seinem Versteck sieht, ist er kurz davor, ihn zu erschießen. Doch plötzlich erscheint ein plündernder Soldat zwischen ihnen, bewegt Wassilis Körper, als wäre er tot, und stiehlt ihm mühelos all seine Habseligkeiten. Die deutsche Armee nimmt diesen Soldaten fest und entdeckt, dass er Wassilis Ausweis gestohlen hat, was sie glauben lässt, dass Wassili tot ist. König ist anderer Meinung, wird aber ignoriert. Er weigert sich, nach Hause zu gehen, solange Wassili noch am Leben sein könnte, und spricht erneut mit Sascha. Da er bereits ahnt, was vor sich geht, teilt er ihm mit, wohin er als nächstes gehen wird. Im russischen Hauptquartier erfährt Chruschtschow, dass die Deutschen die Nachricht von Wassilis Tod verbreiten, und wird wütend auf Danilow, der es nicht glaubt. Chruschtschow ist es egal, ob es wahr ist oder nicht. Er verlangt, dass Danilow die Öffentlichkeit davon überzeugt, dass alles in Ordnung ist. Danilow versucht später, mit Tanja über eine mögliche Reise zu seinem Haus zu sprechen, aber sie werden unterbrochen, als die Lautsprecher ebenfalls Wassilis Tod verkünden. Danilow bereitet sich darauf vor, eine Ankündigung über Wassilis heldenhaften Tod zu schreiben. Doch in diesem Moment kehrt Wassili zurück. Er erklärt, wie er seinen Schuss verfehlte, weil er eingeschlafen war und dass er sich vor einem Mann verstecken musste, der ihn töten wollte. Danilow akzeptiert daraufhin, ihn zu versetzen. Wassili fragt dann nach Tanja und Sascha erzählt ihm, dass er wusste, dass er lebt und es ihr mitgeteilt hat, sodass sie zum Bahnhof gegangen ist, um König zu finden und Rache zu nehmen. Danilow und Wassili eilen zum Bahnhof, um sie zu retten, und als sie sie finden, küssen sich Wassili und Tanja, was Danilow unglaublich eifersüchtig macht. Als er ins Hauptquartier zurückkehrt, schreibt er anstelle eines Berichts über Wassilis Heldentaten, dass dieser ein Verräter geworden sei. Was sie jedoch nicht wissen, ist, dass König sie am Bahnhof gesehen hat und nun sicher weiß, dass Sascha die Informationen weitergegeben hat. Er nimmt den Jungen gefangen und hängt ihn an einen Pfahl, um Wassili in eine Falle zu locken. Fast fällt Tanja darauf herein, als sie die Leiche sieht. Doch sie verfolgt König nicht, weil Wassili sie aufhält und sagt, dass das genau sein Plan sei. Sie einigen sich auf einen Plan. Während Wassili König verfolgt, bittet Tanja Danilow um einen Gefallen. Und gemeinsam besuchen sie Frau Filipowa, um sie mit einem speziellen Pass aus dem Land zu bringen, den Danilow für sie besorgt hat. Frau Filipowa will ohne Sascha nicht gehen. Doch um sie nicht zu beunruhigen, sagen sie ihr nicht, dass Sascha gestorben ist, sondern dass er sich den Deutschen angeschlossen hat. Frau Filipowa macht ihm keine Vorwürfe, wenn es bedeutet, dass er in Sicherheit ist, und akzeptiert, mit ihnen zu gehen. Auf dem Weg zum Boot explodiert eine Bombe in ihrer Nähe und verletzt Tanja. Danilow denkt, sie sei gestorben, und geht. Aber Frau Filipowa gibt nicht auf und überzeugt einen Arzt, Tanja mit dem Pass und der Behauptung, sie sei ihre Tochter, an Bord zu lassen. Wassili und König befinden sich unterdessen in einem Duell in ihren jeweiligen Verstecken, ohne zu wissen, wo der andere ist. Plötzlich erscheint Danilow neben Wassili. Da Tanja tot ist, denkt er, dass er nichts mehr zu verlieren hat und die Menschheit es nicht wert ist, gerettet zu werden. Um die Lügen wiedergutzumachen, die er über Wassili verbreitet hat, opfert er sich selbst und verlässt sein Versteck, damit König ihn erschießt und so seine Position preisgibt. Wassili denkt voraus und reagiert nicht sofort, sodass König glaubt, er habe Wassili selbst getötet und aus seinem Versteck kommt, um die Leiche zu überprüfen. Wassili erwartet ihn bereits, und sobald er sein Gewehr auf ihn richtet, nimmt König seinen Hut ab und akzeptiert sein Schicksal. Nachdem er ihn erschossen hat, nimmt Wassili sein Gewehr und legt es bei Danilows Leiche nieder. 2 Monate später, nachdem die Deutschen kapituliert haben, erhält Wassili einen Brief von Tanja, in dem sie schreibt, dass sie lebt und in einem Feldlazarett versorgt wird. Sobald die Stadt sicher genug ist, um zu reisen, geht Wassili zu der Adresse im Brief, und das Paar wird glücklich wieder vereint.